Sind ja nicht plötzlich da, also die Sache ist schon ein bisschen gewachsen. Das sieht jetzt zwar für die Leute so aus, plötzlich in den Charts, aber wir sind ja nicht plötzlich da, also es gibt es ja schon länger und wir haben eigentlich diesen Weg Treppchen für Treppchen gegangen, jede Stufe, wisst ihr? Insofern ist das für uns nicht so unerwartet, dieser Erfolg jetzt, wie für Leute, die uns vielleicht vorher nicht kannten. Die Erwartungshaltung, was das neue Album angeht, ist riesengroß. Ist das ein Druck, den ihr auch verspürt, so richtig? Natürlich besteht ein Druck da, dass du ab einer bestimmten Größenordnung natürlich auch wieder was erreichen willst, was gleich zieht, ist ganz klar. Aber ich denke, dass wir irgendwie als Band mit dem zweiten Album sehr zufrieden sind und sehen da irgendwie gar kein Problem drin. Na, wir haben schon überlegt, machen wir jetzt eine ganz andere Platte, machen wir genau dasselbe nochmal. Und dann haben wir einfach gesagt, ach, lassen wir alles sein, wir machen es genauso, wie wir es jetzt empfinden. Und so haben wir also wirklich versucht, den Druck, den du vorhin schon angesprochen hast, einfach zu ignorieren und einfach zu machen, die Situation, wie sie war, so zu nehmen. Hat sich denn innerhalb der Band, so im Bandgefüge, irgendwas geändert, was das gegenseitige Miteinander angeht oder die Art und Weise, wie ihr an Musik rangeht? Na, wenn man eine Band so sieht, mehr wie eine Familie, also wie eine Beziehung zwischen Mann und Frau, dann haben wir sechs und mehr gelernt, mehr mit den Fehlern der anderen umzugehen und auch nicht mehr allzu wichtig zu nehmen. Also im Prinzip ist es ein bisschen entspannter geworden. Wir können bloß hoffen, dass es vielleicht nicht zu entspannt wird, weil gerade in dem Kampf, der ja immer stattfindet, ist ja das Interessante eigentlich, was dabei rauskommt. Wenn ich mir das zweite Album anhöre, verführt das Leben nicht mehr als erstes. Es war so ein momentanes Gefühl, was zu zweiten irgendwie vom Songwriting, von der Art zu singen, von den Texten irgendwie sich ganz anders entwickelt hat.